Rettungsmission Tag 20. Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pikmin 4. 20 Tage sind wir hier schon am Start. Das heißt, das müsste jetzt an sich auch Part 20 sein. Krass, aber man muss auch bedenken, wir haben ja nicht jeden Tag ausgeschöpft. Das heißt, letztendlich hätten wir jeden Tag ausgeschöpft in Tag 17 oder irgendwie so. Aber okay, heute geht es zum Ufer zurück. Das stille Ufer sind wir bei 29%, da wollen wir noch ein bisschen erkunden. Und ja, dann geht's im nächsten Part, will ich zum zweiten Gebiet wieder zurückkehren. Da noch ein bisschen erkunden. Dass wir mal ein bisschen herumwechseln. Heute erstmal beim Ufer. Okay. Da waren wir ja im letzten Part in der Höhle. Haben wir ja eine schöne Höhle erkundet. Hat auch den ganzen Part gefüllt. Da hatten wir dann gar keine Zeit mehr. Da haben wir hier an sich jetzt seit wenigen Parts nichts mehr gemacht, weil wir davor ja auch in der Nacht unterwegs waren. Gucken wir mal, was wir heute so machen. Ich würde jetzt erstmal rote Pikmin mitnehmen, Wasser-Pikmin auch. Und Rest mache ich mal mit Eis-Pikmin voll. Wir haben auch eine neue Pikmin-Art, die weißen Pikmin. Die sind aber sehr selten und die setze ich mit Bedacht ein. Das dazu. Okay, hier hinten waren wir noch nicht. Stimmt, das ist ja hier dieses ganze große Wassergebiet. Da werden wir viel mit Wasser-Pikmin herumlaufen. Aber ich würde auch sagen, dass wir ein paar Pikmin hier absondern. Ein paar rote Pikmin, die hier, Bären pflücken für Ultra-Motivierspray. Neuen Nachschub. Das heißt, bei jeder Bäre einfach mal 5 Stück. Und den Rest werden wir jetzt wieder in die Biege zurückpacken. Beziehungsweise der Rest von den roten Pikmin und auch die Eis-Pikmin. Die werde ich zurückpacken und dann nur blaue Pikmin jetzt mitnehmen. Weil wir wollen jetzt ins Wasser. Wir wollen jetzt ins Wasser. Machen wir es mal so. Genau. Dann können wir ja gleich mal hier die Chance mal nutzen, neue Wasser-Pikmin zu erstellen. Wenn wir hier schon gerade da sind mit Wasser-Pikmin. So, macht. Ja, komm, da können ruhig ein paar mehr, dass das jetzt hier ein bisschen schneller geht. Keine Zeit zu warten. Wir wollen heute den Tag ganz gut nutzen. So, die Bären sind gerade auch schon unterwegs. Sehr, sehr gut. Ist schon ein Ultra-Motivier-Spray wieder hergestellt. Sehr, sehr nice. So, und jetzt geht's los. Mit 40 blauen Pikmin. Da haben wir ja unter anderem da die Perle. Die können wir auch ganz gut nutzen. Aber erstmal greifen wir dich mal hier an. Das war nichts. So, zack. Und das ging schnell. Das ging sehr, sehr schnell. Das ging sehr, sehr schnell. Ach, Ocean kann ich natürlich nicht auswählen. Ich wollte auch Ocean gar nicht auswählen. So, dann haben wir hier eine Bäre. Ist das eine Falle? Kommt mal wieder zurück. Ja, es ist eine Falle. Und jetzt Angriff? Nee. Da muss ich noch gucken. Da muss ich noch ein bisschen hintersteigen, wie das hier funktioniert. Ah, okay. Ihr müsst wirklich die Perle da angreifen. Das ist natürlich hart. Weil die Pikmin auch sehr, sehr schnell wieder zurück müssen. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Geduld. Und Feingefühl. Vor allen Dingen auch Feingefühl. Oh, 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 oh. Wenn ich die zu spät zurückhole, dann sterben halt mehrere Pikmin auf einmal. Und das will ich unbedingt vermeiden. Okay, nice. Oh, das gab so eine Belohnung. Was ist denn das? Ach, ein Saturn-Ansteck. Oh, cool. Wir hatten doch schon mal einen Jupiter oder so. Kann das sein? So, hier nochmal 10 Pikmin. Dann schwimmen hier mal ein paar Fische herum. Die können wir auch mal angreifen. So, die nächsten. Genau. Immer her damit. Immer her damit. Die sind auch nicht stark. Wunderbar. Wunderbar. 1, 2, 3, 4. Da bin ich so froh, dass wir auch uns um die Wasserzwiebel gekümmert haben. Weil sonst wären wir hier niemals weitergekommen. So wirklich. Da sind wir ja extra aus diesem Gebiet rausgegangen. So. Dann habt ihr das mal hier alles zurückgebracht. Da gibt es auf jeden Fall schön viele neue blaue Pikmin für uns, was auch sehr, sehr cool ist. So, die roten Pikmin sind da hinten immer noch am Start. Ja, die sind da. Gut, die warten jetzt gerade, dass es neu wächst. Aber ja, jetzt wächst es neu und die holen wieder Neues. Sehr, sehr schön. Gut, wo waren wir denn jetzt noch nicht so unbedingt? Oder wo so? Vielleicht gehe ich jetzt erstmal hier hinten lang, dass wir das so ein bisschen systematisch machen. Hier war ich auch noch nicht so wirklich. Da könnte ich nämlich auch noch hin. Wir gehen erstmal hier den Weg lang. Ist das der richtige Weg? Nein, das ist nicht der richtige Weg. Nochmal links. Genau, hier, hier hinten. Gehen wir erstmal da lang. Wie Ocean da einfach so mitschwimmt. Nicht schön. Ist das eine Sandmauer? Nein, das ist keine Sandmauer. Dachte ich zuerst kurz. So,
So, wir sind jetzt sehr tief im Wasser. Aber mit dem blauen Picken gar kein Problem. So, mach das mal hier weg. Ich weiß nicht, was da drunter ist. Werden wir ja mal sehen. Auf jeden Fall, Schatzanzeige rastet aus. Also irgendein Schatz. Was ist denn das? Ich kann das gar nicht identifizieren. Ein Fossil, oder? Eigentlich brauchen da jetzt gar nicht 20 Pikmin mit, 40 Pikmin mitlaufen. 20 reichen aus. So, was haben wir hier Schönes? Okay. Auf jeden Fall eine Menge Fische. Wir haben hier so Seile mäßig. Ich meine, die wurden abgesondert. So, zack. Besiegt, besiegt, besiegt mal. Wunderbar. Ich brauche euch noch. Hier drüben bei dem. Wunderbar, wunderbar. Doch was werden wir gleich hier vorfinden? Ich bin sehr gespannt. Ich bin da sehr gespannt, ich bin da sehr gespannt. Aber erstmal die Fische wegbringen. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier ran. Und hier 2. Warum da nur 2 und... Oh. Oh. Problem. Ich gehe kurz zurück. Oh, ich kann hier jetzt nicht lang gehen. Komm, auf Ocean draufsteigen. Komm. Weil ich brauche da mehr Pikmin für. Ich brauche mehr Pikmin. Mit 17 Pikmin will ich diesen Gegner jetzt nicht angreifen. Das wird nichts. Ich könnte natürlich auch rote Pikmin jetzt mitnehmen und einfach rüberschwimmen. Ja, das will ich eigentlich auch nicht. So, noch ein Spray hergestellt. Dann kommt mal alle wieder her. Dass ich mit eurer Hilfe dann das da jetzt schaffe da hinten. Das wäre verdammt gut. Das wäre sehr, sehr verdammt gut. Dass da einfach ein Gegner rauskommt. Finde ich sehr, sehr frech. Ah, mit 40 blauen Pikmin sollte es hinhauen. Sind die blauen Pikmin, sind die schwächer als normalerweise? Ne, die Game Pikmin sind doch schwächer als... ja genau, ich glaube die Game Pikmin sind schwächer. So, dann hier runter und Angriff. Das ist nicht gut. Warte schon. Ja, perfekt. Kommt noch kurz. Krieg den. Ja, komm, ja. Oh mein Gott. Es ist kein Pikmin gestorben. Das ist schon mal die gute Nachricht. Das ist schon mal die gute Nachricht. Kein Pikmin gestorben. Eieiei. So, hier 7 Pikmin. Zack. Ab da. Und hier nochmal 2 Pikmin. Was kommt da jetzt raus? Angel sei gut. Ach, eine Angel. Ja, moin. Ja, gut. Bewegt das ruhig zu viert, meinetwegen. Dann hier noch das Loch graben und dann sind wir hier durch. Ja, dann sind wir durch. Ich warte kurz, dass die hier im Loch fertig sind. Nicht, dass jetzt hier einfach ein paar Pikmin stehen bleiben. Was ist? Eine Bombe erhalten. Ja, moin, hier war eine Bombe drin. Können wir später noch gut gebrauchen, sobald wir irgendwie ein Tor haben, wo wir mit einer Bombe agieren müssen. Haben wir ja zum Beispiel bei einem zweiten Gebiet, wo wir im nächsten Part hinschauen möchten. Daher, das können wir dann im nächsten Part gut einsetzen. Gut, dann bringt das hier mal rein. Dann kann ich euch direkt mitnehmen zum nächsten Gebiet. Und zwar dort hinten rechts, genau. Das war da, wo ich auch Eispicken für brauche. Kann das sein? Ja, genau. Aber wir können ja erstmal die Fische hier bekämpfen. Zack. Bam. Bevor jetzt Ebbe ist, schnell die Fische besiegen, damit ich die auf jeden Fall noch wegbringen kann. Und da brauche ich dann auch Eispicken für. Ja gut, darum kümmern wir uns noch. Aber wahrscheinlich nicht mehr heute, weil gleich ist Ebbe. Und ich weiß nicht, ob ich... Doch, kann ich. Ich kann von hier unten hoch werfen. Das ist gut. Das ist gut. Aber ich wusste nicht, ob ich da rankomme überhaupt. So, das wird hier weggetragen. Dann gehe ich zur Biege zurück und hole mir mal Eispicken. Wie viel Eispicken brauche ich denn hier? Ja, eigentlich nicht viel. Nämlich so 15 Eispicken oder so. Ich glaube, es passt. So, wunderbar. Es ist jetzt Ebbe. Kennen wir ja schon. Und dann packen wir mal, wie gesagt, 15 Wasserpikmin mal hier rein. Und 15 Eispikmin raus. Zack. Damit wir die Ecke da heute auf jeden Fall noch vollständig erkunden. Und gucken wir mal, was wir dann noch so alles schaffen. So, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Also, blaue Pikmin vermehren wir gerade on must. Also sehr, sehr viel. Ach, hier bleibt das Wasser drin. Ne? So. Aber die Eisbecken können ja hier mit... Genau, die schwimmen ja. Das ist ja schon mal gar nicht mal so verkehrt. Aber ich kann die hier nicht werfen. Hier brauche ich 30 Picken für, okay. Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht auf Otschen raufsteige. Kann ich die dann werfen? Ich glaube, ja.
Ja, dann kann ich die werfen. Okay. So, zack. Blaupippen kommt mit. Helfen wir ein bisschen. Okay. Wunderbar, wunderbar. Wieder zurück. Und hierauf. Ich kann halt jetzt leider nicht alle auf einmal ausschwärmen lassen. Das wird nichts. Weil wir auf Ocean sitzen. Okay, okay. Sehr gut. Um die Dinger kümmern wir uns gleich. Kommt auch mal her. Wunderbar. Dann jetzt dort hinten. So, zack. Da. 15 Stück. Das wird jetzt hier ein bisschen länger dauern. Glaube ich. Ruhig mal alle rausschmeißen. Wunderbar. Da wird wahrscheinlich ein Schatz drin sein, würde ich mal schätzen. Oder? Ja, eine schwarze Quietscheente. Ja, moin. Die bringt mal weg. Dann noch einer. So, zack. Wunderbar. Gut. Dann, wie gesagt, da brauche ich ja 30 Picken. Oder nee, das ist gar nicht wahr. Dann grab mal aus. Ach, da können sich hier mal rumkümmern. Und der Rest kann hier mal weiter mit ausgraben. Ach so. Ja, moin. Jetzt ist das Wasser weg. Ach so. Ja, moin. Okay, gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das Wasser weggeht. Aber nice. Wir haben eh hier jetzt alles erkundet, also von daher. Da war ein Abfluss, so gesehen. Ja, moin. So, gut, dann gehen wir wieder zurück. Das Gebiet da hinten, da kommen wir immer noch nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich da generell hinkomme. Gar keine Ahnung. Da ist ein Höhleneingang oder Ausgang sogar. Keine Ahnung, keine Ahnung. Gut, gut, gut. Dann gucken wir mal jetzt auf die Karte. Was können wir noch machen? Was ist denn das hier jetzt hier auf der Karte? Ist das ein Gegner? Ja, das ist jetzt ein Gegner. Der ist neu da. Finde ich nicht nett. Aber ist nur so ein kleiner jetzt. Also von daher, den kriegen wir hin. Ja, okay. Ja, Nektar ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Der wurde jetzt halt komplett zerstört, weil er gefroren war. Aber es ist, wie gesagt, gar kein Problem. Gut, wir haben hier noch eine ganze Menge zu erkunden. Wir haben das Ganze hier unten noch zu erkunden. Womit mache ich jetzt weiter? Warte, hier ist sogar noch ein Durchgang und hier ist eine Höhle. Und ich glaube, wenn ich hier reingehe, komme ich hier wieder raus. Kann das sein? So, mir werden hier auch gestrandete Schätze und wilde Pigmen angezeigt. Wird mir irgendwo bei irgendeiner Höhle auch angezeigt, dass da irgendwie eine Knospe oder so drin ist? Zwiebel? Da ist eine Zwiebel drin. Okay, das ist natürlich cool. Aber ich würde das sagen, dass wir das nicht heute machen. Aber gut zu wissen, dass man das auch auf der Karte sehen kann. Das wusste ich bisher noch gar nicht. So, wir gehen mal einfach mal spartenshalber schon mal hier rüber und gucken uns hier mal ein bisschen um. Okay, wir brauchen sehr, sehr viel Wasser-Pigmen hier. Es sind halt sehr viele Wassergegner halt hier am Start. Gut, dann gehen wir mal kurz zur Biege zurück und holen uns einfach mal Wasser-Pigmen. Dass wir die ganzen Eis-Pigmen wieder reinpacken und Rest wieder Wasser-Pigmen mitnehmen. Dass wir noch mal ein paar Gegner besiegen oder irgendwie so. Wie gesagt, im nächsten Part möchte ich dann zum zweiten Gebiet wieder zurückkehren und da mal gucken, ob wir da eine Höhle haben mit einer Zwiebel oder irgendwie so. Also was. Ja, schon ganz gut. So, geht hier hoch und Wasserpicken kommen raus. Nice. Sonst haben wir hier alles gesehen. Gut, diesen Gegner will ich kurz noch besiegen, weil das könnte hier ein Ort sein, wo die Pikmin rausgehen. Dann muss der Gegner hier schnell weg. So, Ocean, ja komm, kümmer du dich mal drum. Ist eh ganz gut, wenn ich hier nur mit dem Wasserpicken reingehe. So, wieder mal ein Ultra-Motivierspray, nice. So, hier mal alle restlichen Pikmin mal rauf. Auf diesen Gegner, nice, nice, nice. So, der letzte Gegner wird gleich auch noch besiegt, nice. So, gut. Dann hier noch ein, achso. Die Pikmin kümmern sich von alleine drum. Dann haben wir hier, was ist denn das? Ist das eine Limette wieder? Kann sein. Das kann sein. Und hier ist ein Weintraum. 15 Stück brauchen wir dafür. Nice. Ich glaube, bei den Weintrauben. Oh ne. Die wird als Ganzes getragen. Ich glaube, in Pikmin 3 war es so, dass jede Weintraube für sich selber, also dann abgesetzt, also abgepflückt wurde und dann jede einzelne Traube selber weggetragen wurde. War eigentlich auch ganz cool. So, mit den restlichen Pikmin, die können ruhig die Mauer hier einreißen. Macht jetzt hier keinen großen Unterschied, aber können sie ruhig mal machen. Tag ist eh nicht mehr viel zu machen.
Haben wir irgendwo Pikmin liegen lassen? Schon mal gucken. Nee, aktuell nicht. Wir haben jetzt hier dieses große Gebiet noch zu machen. Das ist noch ein Schatz. Das ist noch ein Schatz. Krass. Okay, Pikmin, kommt mal her. Die Mauer reißen wir später ein. Ich möchte jetzt gucken, dass ich vielleicht noch schnell an diesen einen Schatz drankomme. Dort Karte muss da ein Schatz sein. Aber ich will natürlich auch noch ein paar andere Pikmin mitnehmen, die hier jetzt herumschwirren. So, kommt mal mit. Du hier auch. So, wo muss ich hin? Laufe ich richtig? Ja, ich laufe so gut wie richtig. Hier hinten war das. War das hier hinten? Ja. Das war da hinten. Nein, nein, macht ruhig weiter. Macht ruhig da weiter. Vielleicht kriegt ihr noch eine Dose zusammen. Das wäre ja ganz gut. Aber da ist noch ein Schatz. Konnte ich denn den übersehen? Hier irgendwo muss ein Schatz sein. Nee, warte. Hier. Da! Da! Das hier Ding. Das! Ja! Tatsächlich. Boah, das ist jetzt... Das wird eine Kunst. Das wird eine Kunst, das jetzt noch zu schaffen. Das wird eine Kunst. Schnell, schnell! Wurde jemand erwischt? Es wurde jemand erwischt. Es war ein Pikmin. Oh, nee! Und das nicht gerade wenig. Ich wollte jetzt ein bisschen mehr auf Risiko gehen, aber Risiko war nicht gut. Beeilung. Oh ja, Beeilung. Ich habe Druck, ich habe Druck, ich habe Druck. So, zack. Und nächste Ladung. Und das können wir jetzt sehen. Wunderbar, wunderbar. Die Perle. 1, 2, 3. Mehrere. Das bringen jetzt drei. Und hier, hier. Otchen, du hilfst damit. Du musst damit helfen. Damit wir das heute noch hinkriegen. Kriegt ihr nicht, Otchen? Ah ne, das sind ein paar Pikmin, die hier jetzt nichts machen. Es ist Beeilung angesagt. So. Kriegen sie es noch hin? Könnte möglich sein. Die roten Pikmin, die können da jetzt mithelfen. Die können mithelfen. Die Bären sind eh alle, ja, gepflückt gerade. Helft mit, helft mit. Ich möchte den Gegner jetzt noch wegkriegen. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Es sind 16 Pikmin gerade am Sterben. Das passt, glaube ich. Also wären am Sterben, wenn die Nacht jetzt schon wäre. Aber das passt. Okay, ich bin sehr zufrieden mit dem Tag. Richtig dolle zufrieden. Das haben wir richtig gut hinbekommen. Also wenn man hier mal auf die Karte guckt, das Gebiet haben wir fertig. Wir haben hier oben alles fertig gemacht. Das ist schon ganz gut. Jetzt fehlt nur noch dieser Bereich. Hier unten das große hier. Und halt hier die Ecke. Und dann haben wir trotzdem alles geschafft. Cool. Das ist sehr, sehr cool. Ich bin sehr zufrieden. Oh nein, nein. Die Pikmin, weil Pikmin ja gestorben sind. Pflückt mal ganz schnell. Ich möchte keine Pikmin jetzt hier am Boden zurücklassen, weil die bleiben am Boden, wenn ich jetzt den Tag beende. Okay, gut. Haben wir geschafft. Eieieiei. War ein bisschen stressig, gerade jetzt zum Ende. Aber man kann auf jeden Fall zufrieden sein. Wir haben auch einiges an Schatzmäßiges geholt. Was genau wir alles geholt haben, das sehen wir jetzt natürlich im Auswertungsbericht von Tag 20. Kein gerettet leider, also ist ja nicht so schlimm. Dafür haben wir so einiges gesammelt und wir waren nicht in einer Höhle drin, also es ist schon sehr, sehr stark. Wir haben das Rückkehrschild, hier dieses Schild von Saturn, dann dieses Fossil, Molchis Gehäuse, aber sieht sehr, sehr cool aus, das Fossil. Dann der Angelhaken, geheimnisvoller Quetschfisch. Also ich glaube, das ist zumindest ein Angelhaken, obwohl ich keinen Haken dran sehe. Aber vielleicht ist das so Art Ködermäßig. Dann schmuckes Gummiteil. Wieder die Gummiente. Dann die Bitterbombe. Ist auf jeden Fall was Neues. Also vielleicht eine Limette. Ich weiß es nicht. Dann der Tagkugelschwarm. Die Weintrauben gab es damals auch schon in Pikmin 3. Genauso wie die Bitterbombe. Dann Perle der Prinzessin auch noch. Von der, ja, von der Muschel da. Nice. Und 900 Glycerium, was auch nicht verkehrt ist. So, zu 31% erkundet. Wir haben zwar viele Schätze, aber dennoch nur 2% gemacht. Krass. 7 Pikmin sind leider gestorben, 7 blaue Pikmin. Dafür haben wir 92 blaue Pikmin gekeimt. Wir haben jetzt mehr blaue Pikmin als rote Pikmin oder gelbe Pikmin. Krass. Nice. Finde ich gut. Diese Hündin, Moss, wird in Onimas Logbuch ziemlich oft erwähnt. Das macht mich äußerst neugierig. Vielleicht haben wir ja Glück und treffen sie irgendwo auf diesem Planeten. Ach, das wäre toll. Es wäre so viel aufschlussreicher, als nur Berichte über den Hund zu hören. Ganz genau. Wenn ich Gewebeproben einer unbekannten Weltraumhundespezies hätte, die Experimente, die Möglichkeiten. Experimente? Was für Experimente denn?
Im nächsten Part geht's weiter. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Tschüss.